Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute, am 28. Februar 2019, mit dem Video Tagesbotschaft für heute, links oder rechts. Ich bitte dich, dass du deine Augen schließt und einfach in der Energie der Kristallschale eintauchst und dich voll und ganz in diese Energie des Tages an dem Weiberfastnacht hier dich hineinschwingst und natürlich mir auch deine Gedanken zusendest. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist bereit für die Botschaften. Ich mische die Karten. Liebe Engel, ich bitte um drei Karten für meinen Zuschauer, für meine Zuschauerin. Also drei Karten für heute. Wunderbar. Ich lege die Karten aus und entscheide ganz intuitiv, welche Seite du bekommst. So, sind noch zwei Karten hier. So, und die letzte Karte. So, entscheide hier, wählst du hier diesen linken oder weißen Perlmutterherz, also entscheide ganz intuitiv. Und ich beginne dann mit der Deutung. Die untere Karte ist heute die Arbeitskarte. Es geht um Herausforderungen und geht an etwas zu arbeiten, etwas zu überwinden, geht es allgemein heute, und wähle intuitiv das goldene oder das perlmutterweiße Herz. Also beide sind also ganz individuell, wähle für dich passenden. Ich beginne hier mit deiner Seite. Wenn du hier diese linke Seite gewählt hast, also ist für dich heute, du spürst heute eine besondere, ja, du spürst eine weibliche Energie, also entweder bist du auch eine Mutter, so eine Frau, die also sehr weibliche Aspekte in sich trägt, der auch immer zuhört, der immer Zeit für anderen hat, die tröstet, die Schutz, Trost und Geborgenheit auch bietet, so ganz, ganz liebevoll ist. Also zeigt sich hier für dich eine Person, also jemand, der sehr liebevoll, nährend, zuhörend ist, also tröstend ist für dich generell. Und dann zeigt sich auch die Zufriedenheit oder die Harmonie, also die Karte, dass du auch eventuell in deine Zufriedenheit und Harmonie bist, in deine, diese weibliche Energie, und spürst auch diese Anziehung von deinem Seelenpartner, was jetzt momentan auch sehr kränkelt. Also das ist die Karte der Seelenpartnerschaft. Also es steht auch für tiefe emotionale Verbindungen für dich. Also du hast hier tiefe emotionale Verbindungen, was jetzt momentan gar nicht so in Fluss ist, sondern auch so schwierig sich momentan gestaltet. Also hier sind auch vielleicht auch Blockaden, also es sind hier gewisse Hindernisse, die das Ganze blockiert, diese ganze Verbindung. Und also für dich ist die Karte, dass du das überwindest, diese blockierende Gefühle, blockierende Gedanken, und dass du dich an das Gute konzentrierst, an diese tiefe emotionale Verbindung, aber auch dennoch nicht klammerst. Also wichtig ist, dass du
alles fließen lässt und loslässt, dass du daran nicht klammerst. Solltest du hier diese Seite gewählt haben, dann ist für dich auch heute die Botschaft, so hier Herz 7, also ich hole die Karten ein bisschen näher, so falls du hier diese Perlmutterherz gewählt hast, ist das für dich hier näher. Also es geht bei dir heute darum, dass du diese starke Nähe, diese schicksalhafte Nähe spürst, auch zu jemandem. Du hast das Gefühl, dass es ein Schicksal ist, ihr seid ganz auf deine Wellenlänge oder auf eure gemeinsame Wellenlänge und du spürst, dass du dich auch sehr, sehr nah zu dem Menschen hingezogen fühlst. Hier kommt die Karte der Verliebtheit, das Aufblühen, die Freude, die Anziehung, die Erotik, die Schmetterlinge im Bauch, also allgemein dieses Verliebtheit kommt heute für dich und ja, du spürst, dass du dich also sehr, sehr hingezogen fühlst, auch wenn da keine Kommunikation besteht, jetzt hier zu einem Menschen, auch wenn das an Kommunikation fehlt, dennoch spürst du diesen starken Sehnsucht, du hast auch ganz konkrete Pläne und Wünsche in dieser Verbindung, aber das ist momentan so schwierig, dass sich das momentan nicht gestalten lässt. Also es ist auch eine Kommunikationsproblem auch einfach da, was einfach nicht stattfinden will oder gar einfach nicht stattfindet. Ja, so vieles spielt sich hier auch auf Seelenebene ab, also viel in Gedanken, viel im Herzen, viel im Gefühl, aber also es wird darüber nicht gesprochen. Und das ist hier die Karte, dass du dieses Gefühl heute eventuell überwinden sollst. Also das war die Botschaft für heute. Wähle rechts oder links, also deine Tagesbotschaft. Ich hoffe, dir hat diese Legung gefallen. Wenn das der Fall war, freue ich mich natürlich über einen Like. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, klicke unter dem Video rechts in die Ecke auf den Button Abonnieren und natürlich nochmal auf die Glocke, damit du auch direkt benachrichtigt wirst, wenn es hier ein spontanes Video von Reka gibt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.